meine Damen und Herren, zum BSV Late Night Brennpunkt heute Freitag und zur jetzigen Situation muss man ja leider Gottes traurigerweise sagen, man guckt immer auf die Uhr, das mache ich jetzt einmal. Es ist jetzt hier 15.46 Uhr am Freitag und damit wollen wir jetzt auch mit dem Spaß aufhören, weil die Situation ist traurig genug. Wollen wir, Herr Schlag, doch das Ganze einmal eben reflektieren. Was ist Bestand heute Freitag 15.47 Uhr vom Bremer SV übrig geblieben, wollte ich beinahe sagen, der Situation passiert? Genau, also zuletzt waren ja die Meldungen, Sascha Pinter soll zurückgeholt werden und jetzt wieder doch nicht, weil sich der Freundeskreis eingeschaltet hat. Die Mannschaft ist, glaube ich, momentan noch im Streik. Klaus Gelzow ist ja gegangen. Ja, das ist, glaube ich, so der Stand der Dinge. Und sie sitzen aber zusammen und diskutieren, hat man gehört, was ja schon mal immerhin irgendwas ist. Genau. Gestern Abend, Herr Caraldo, gab es auch eine größere Runde, wo diskutiert wurde, wo anscheinend eigentlich Sascha Pinter wieder zurückgeholt werden musste. Dann ist der Freundeskreis eingeschritten und hat auch gesagt, nee, mit uns nicht. Wie kann man das beurteilen? Na, plötzlich ist noch alles zerfahren. Da dachte man, wir haben sich geeinigt, dass Sascha Pinter zurückkommt. Und dann platzt so eine Bombe, muss man ja schon mal sagen, also weil wir das so gar nicht auf dem Schirm hatten. Jetzt ist alles noch zerfahrener. Jetzt weiß man jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Es gibt auch noch keine weiteren Statements. Genau, es gibt im Moment gerade jetzt aktuell, hochaktuell, einen Artikel auf fupa.net gewesen, wo angeblich die Mannschaft gesagt hat, sie tritt am Sonntag an ohne Trainer. Ja. Das wurde aber bisher, haben wir noch keine einzige offizielle Quelle dazu bekommen. Ja. Aber wenn irgendwie stimmt, dass sie Sonntag spielen, finde ich das schon mal erstmal eine gute Nachricht, weil ich glaube, das ist so, wäre so fast das Schlimmste eigentlich, wenn wir den Spielbetrieb erstmal lahmlegen. Aber das, was man sich ja trotz alledem alles erarbeitet hat, würde man ja sozusagen preisgeben. Und das finde ich nicht gut. Genau, um das auch zu reflektieren, wenn die Mannschaft in dem Sinne streikt, zwei Spiele, dann ist, glaube ich, wenn wir richtig informiert sind, ein Zwangsabstieg wird dann vollzogen. Genau. Das ist bei drei Spielen bis zur Winterpause, die müssen halt einfach stattfinden. Herr Caraldo, wenn wir das Ganze jetzt so beobachten, da haben wir als allererstes haben wir einen Mannschaftsstreik. Ja. So, dann gibt es, der Vorstandsstreik ist ja falsch gesagt, aber tritt ein Vorstand zurück. Dann streikt jetzt auf einmal die Geldgeber. Ja. Wann streiken die Fans? Naja, so ein bisschen gab es das ja schon. Jetzt gab es ja Diskussionen. Wir haben gestern ja einen Fan hier gehabt, der sagte, er hat seinen Boykott jetzt auch wieder aufgehoben. So, aber ich könnte mir als Fan, um darauf zurückzukommen, auch vorstellen, dass die auch irgendwann mal sagen, was soll das hier alles? Es ist ja schon auch schon passiert. Es wurde ja immer zerfahrener diese Woche. Aber ich persönlich habe auch schon diese Woche gesagt, oder möchte da gerne drauf zurückkommen, ne? Wichtig ist jetzt erstmal für den Verein, weil es geht um den Verein, dass sie einfach erstmal spielen. Weil da ist so viel erarbeitet worden. Und dann könnte man sich auch hinterher jetzt nochmal zusammensetzen. Wirklich alles, was diese Woche zutage kam, dass viele Sachen einfach nicht laufen. Kommunikation untereinander oder nach außen oder wer hat welche Kompetenz und so weiter. Dass man das jetzt einfach mal neu regelt. Aber wichtig ist, ich sage es immer wieder, alle reden immer davon, nur der BSV. Vielleicht sollte man auch mal so handeln. Das ist meine Meinung. Und dazu gehört als erstes, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, finde ich. Ja, und dann gibt es auch vielleicht noch Möglichkeiten, was den Trainer angeht. Ich meine, ich finde es auch ein bisschen strange, wenn das jetzt stimmen sollte, was wir gehört haben, dass die Mannschaft so antritt. Da wäre vielleicht noch die Lösung eines Interimscoaches oder so, aber erstmal den Spielbericht wieder, den Spielbetrieb, das Spiel in Neustadt, das ist das Wichtigste eigentlich, weil die Uhr tickt. Genau, die Uhr tickt und das ist richtig, Herr Schlag, wir wollen auch noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wie ist denn das als Verein? Als Verein lässt man sich ja wahrscheinlich ungern von seinen Spielern erpressen, weil, also erpressen in dem Sinne, das war ja fast ein Erpressungsversuch von der Mannschaft zu sagen, nee. Man kann natürlich sagen, der Vorstand hat auch die Mannschaft einfach den neuen Trainer vorgesetzt und so, klar. Aber wenn man jetzt, und dann erpressen auch auf einmal noch die Sponsoren und alle machen irgendwie Stunk und jeder redet durcheinander, aber nicht miteinander, sondern nur übereinander und das in der Zeitung. Ja. Jetzt reden sie miteinander,
Wie groß sind die Chancen, dass sich alle befrieden und zusammenfühlen? Ich denke, wenn die irgendwann jetzt auch nach ein paar Tagen Aufregung sich besinnen, ist die Chance eigentlich ganz groß, weil ich glaube, denen ist auch bewusst. Ich meine, die Spieler wollen das ja erreichen. Die wollen ja eigentlich in die Regionalliga so. Und das kann man nicht, wenn man nicht spielt. So, das ist nun mal was so. Also, sei es für sich selber oder für den Verein, das ist aber dahingestellt. Und die ganzen Leute im Verein wollen es ja eigentlich auch. So, die Fans sowieso. Also da kann man kann sein Statement klar machen, indem man 2 Tage streikt. Das finde ich vollkommen okay und auch total nachvollziehbar. Aber dann muss es auch mal wieder weitergehen. Und wenn die jetzt schon miteinander reden, dann kann man auch sagen, selbst der Status, auch wenn er ungeklärt ist, was die Trainerfrage angeht, ne? ob Sascha nicht, ob irgendein Neuer, ob irgendeiner im Verein, wir haben ja Kompetenz im Verein, die ja vielleicht auch Interimstrainer sein könnten. Dann sagt man, okay, wir haben jetzt Diskussionsstatus, dann machen wir es mal weiter, weil wir reden ja miteinander. Das heißt, es wird ein Weg gesucht zur Lösung. Gut, wir sind ja, meine Damen und Herren, diese Woche gibt es ja keinen offiziellen BSV Late Night Talk wegen dieser aktuellen Lage. Wir wollen jetzt auch das noch ganz kurz eigentlich nur halten, aber ich möchte doch eine Sache haben, weil die im Internet so drüber diskutiert wird. Jetzt bestimmen schon die Geldgeber bei einem Amateurverein. Herr Caraldo, ein Amateurverein, der in die vierte Liga will, muss der Geld einnehmen, damit er überhaupt in die vierte Liga kommt? Oder kann man da auch einfach mit einer Truppe auftreten, die alle kein Geld verlangen? Regionalliga glaube ich nicht. Also das ist schon wichtig. Das Thema Sponsorenmarketing wurde in letzter Zeit ja auch heiß diskutiert. Das ist schon wichtig, dass sich da was aufbaut oder auch bisher aufgebaut hat beim BSV. Es ist nur so, es wirkt natürlich schon ein bisschen strange, dass sie plötzlich sich da irgendwie auf die Bildfläche begeben. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass ich alle Seiten nach dieser Woche auch gut verstehen kann irgendwie. Also wie sie jetzt reagiert haben, auch in dem Fall. Ob das jetzt richtig oder falsch war, ich sag's nochmal. Wir sind jetzt an dem Punkt, nach dieser Woche, Ende der Woche, dass sich wirklich, wie Herr Schlag sagte, alle an einen Tisch setzen. Und um auf die Frage zurückzukommen, natürlich braucht der BSV Geldgeber. Ja, vor allem ist hier nicht nur Spielergeld oder so, sondern da ist ein Stadion, was irgendwie mal neu gemacht werden soll. Es müssen Bälle gekauft werden, es muss Jugendarbeit gemacht werden. Das kostet ja auch alles Geld, das man nicht vergessen. Genau, das heißt, es muss eindeutig da sein. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Runde angekommen und ich möchte einmal bitten, Sie sehen es vielleicht, wir trinken Kaffee hier, denn wir haben gesagt, wir gehen in einen Streik. BSV Late Night streikt so lange mit dem Alkohol trinken, bis der BSV sich endlich geeinigt hat. Wir hoffen, das tun sie schnell. Aber, und das kommt dazu, meine Damen und Herren von den Browserfans, Mobilgeräten und TV-Geräten, BSV Late Night hat einen Sponsor und fühlt sich dem verpflichtet und deswegen gibt es natürlich den Abschiedstrunk. Jetzt versuche ich noch häufiger darauf hinzuweisen, dass der Caraldo endlich mal einschenkt. Oh, Entschuldigung, ich bin so im Thema. Und möchte nur noch ganz kurz sagen, bevor ich zu meinem Abschluss komme, meine lieben Freunde aus Grolland, ihr spielt am Wochenende. Ja. Wir sind leider wahrscheinlich nicht vor Ort, aber Herr Caraldo, unser Grolland-Experte, will natürlich auf jeden Fall einen Satz zum Grolland-Spiel sagen. Ja. Beim BSC Hastedt. Ja, genau. Großes Spiel beim BSC Hastedt, mal wieder in der Außenseiterposition, aber die besten Wünsche von uns. Ne, also, tut uns leid, dass es keine Sendung gegeben hat, wo wir natürlich einen großen Punkt wieder Grolland gehabt hätten. Genau, aber, und jetzt muss ich ihn leider abbrechen und sagen, auf den BSV, auf die Bremenliga. Prost. Ja, und auf Wiedersehen.